Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest mit dem Gregor, unserem kolumbianischen Drogendealer, und mir, dem Sarazar, der hier irgendwie so ein... Hallo, ich bin nicht. González. Und ich komme aus South Central. Ich war ja Martinez. Hä? Martinez? Martinez. Gregor Martinez. So. Und wir wollen ja hier, ja. Ne, da sind wir ja gerade noch am Bauen. Ich hoffe, das kriegen wir auch alles so hin. Also, man muss ja dazu sagen, in den letzten Folgen waren wir äußerst erfolgreich. In der letzten Folge vor allem, in den letzten Folgen nicht so. Eigentlich haben wir dann unser Örtchen gewechselt, sind hier rübergezogen und jetzt bauen wir hier richtig schön so ein Baumhaus. Zumindest versuchen wir es. Obwohl ich sagen muss, ich feiere ehrlich gesagt, die ersten beiden Folgen der Aufnahme feiere ich extrem. Ja, die waren gut, ne? Das war echt lustig. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, vor allen Dingen nicht so in dem Ausmaß. Vor allem du halt auch heroisch überlebt hast, muss man ja sagen. Du spielst ja schon den Martinez ziemlich lange. Ja, ich bin ja schon mal gestorben zwischendurch. Einmal aus eigener Blödheit und einmal halt, ne? Aber ich bin natürlich aus dem Naturell her etwas vorsichtiger, was Forest angeht immer. Ja, und du bist halt ESL-Programmer, wissen wir ja mittlerweile auch. Besuch. Oh Gott, ich habe keine Ausdauer. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Ja, auf die Ausdauer achten, sonst kloppt man sich hier einen ab. Ich glaube, ich trinke mal ein Stückchen. Also er ist auf jeden Fall hier um die Ecke bei dir. Ja, ich glaube auch. Noch nicht von hinten. Da steht er. Geradeaus mal im Blickfeld. Theoretisch kommen die aber auch da hoch, ne? Nee, kommen sie nicht hoch. Also ich weiß noch nicht. Nee, da kommt ein zweiter. Wir sollten... Warte. Okay, noch zwei. Ich hab zwei. Okay. Ist fertig. Achso, nein, fertig. Bau das nicht! Vorsicht, der kommt! Ist fertig. Boah, scheiße, Alter, der hat mich voll rasiert. Warte kurz. Ich muss mal eben in die Hütte. Generell muss ich mal... Ich bin mal in der Hütte gerade. Das sind zwei. Auf jeden Fall zwei. Du hast recht. Und ich gehe in die Hütte. Ich habe Angst. Sehr gut. Und außerdem wird es Nacht. Boah, fuck. Ich hab keine Gesundheit mehr. Ich habe jetzt die letzte Medizin-Ding jetzt aufgebraucht. Wir haben noch gerade gespeichert. Letzte Folge. Man kann nie genug speichern. Ich brauche ein Bein schnell. Kann ich mir das denn vom Grill nehmen? Nein. Brauche ich was zu essen, verdammte Axt. Ich habe ein bisschen Hunger. Hungry, find something to eat. Wo bist es du? Sind mehrere. Ich habe ein Feuer angemacht draußen. Eins leider nur. Geh nicht raus! Kann das andere auch noch machen. Selbstmordkommando. Ich hätte Fenster einbauen sollen. Ich fregel. Ah, das geht von Kleber, hier. Kleber. Sieht lustig aus, weil du heizt genau durch den Baum. Du musst noch ein paar Mal drücken, damit da Laub drauf ist. Ich mach das mal gerade. Achso, das ist noch... Gib mal ein bisschen Gummi. Hä, bei mir macht das jetzt auch nochmal an. Ich hatte es nicht richtig geklappt. Das sieht sehr schön aus. Jetzt ist es an. Da gibt's mir doch... Ach, guck mal, Piepmatz. Oh, der fliegt hier durch unsere Hütte. So, ich habe noch mal ein bisschen Laub reingepackt, jetzt müsste es brennen. Und ich frage mich, können wir jetzt auch endlich hier anmachen? Aber wir haben ja mittlerweile auch rausgefunden, dass es mit unterschiedlichen Charakteren. Also wenn du stirbst... Mit Ö? Wenn du stirbst? Stirbst? So. Oh, ich hab keine Blätter mehr. Drauflegen. Scheiße, ich habe kein Menschenbein mehr. Ich wollte unbedingt was zu essen. Wo sind die denn? Hast du keinen Snickers oder so? Nee, habe ich nicht mehr. Also ich hab leider nur noch abgelaufene Sachen. Alles abgelaufen ist. Ich kann ja was zu essen machen, aber es kostet sich ein bisschen Gesundheit. Guck mal gerade, ob hier noch ein Torso liegt oder so. Nee, leider alles weg. Ach, das bist du. Hä, sind die Jungs nicht mehr vorne? Nee, die sind scheinbar abgezogen. Du läufst so unbekümmert da rum, das ist ja eine Freude. Und Stick. Hey, und das Baumhaus vorne ist fertig. Aber den Rest baue ich mal morgen. Ich brauche ein paar Blätter. Oh. Ich glaube, da gibt es ja TS-Probleme, kann das sein? Nee, ich höre dich gut. So, was ganz kurz so, den Rest... Ich rede so. pass mal auf, ich mach mal diesen Baum hier nicht fällen, ne, der hier ganz an der Klippe steht. Da will ich mal versuchen, was dran zu bauen. Okay. Etwas, was ich noch nie gebaut habe, ehrlich gesagt, das ist auch neu. Mhm, da bin ich mal gespannt. Wo kommt denn der hin? Sap Collector heißt der, achso, da jetzt. Und der Mond, wie schön das aussieht. Ach, da braucht man eine Pfanne. Okay, und ich muss mal gucken, ob ich dann... Kann ich den nicht auf die andere Seite machen? Hä? Was hast du denn davor genau? Ich will so einen Sap Collector machen, damit kann man Baumharz sammeln. Das kriegt man sonst nur, wenn man Bäume fällt. Hab ich was gehört gerade? Was hast du? Ich hab einen Sticky. Ja, ich sammle die gerade mal ein bisschen und leg die schon mal rein, damit ich nicht untätig hier rumstehe, weißt du? Okay, Zeit. Das ist immer gut. Ja, wir... Boah, da haben wir ganz schön viele drin mittlerweile. Stickies haben wir echt viele. Sammle ich mal weiter Baum. So, naja, es geht nur auf die eine Seite offenbar. Okay, was brauchen wir dafür? Ein Sticky, einen... Wir brauchen noch einen Topf. Wir müssen gucken, ob wir im eingeborenen Dorf morgen, wenn er morgen anbricht, müssen wir mal reinschmuggeln. Dann müssen wir einen Topf finden. Zwei eigentlich sogar.
Dann können wir die vielleicht auch kochen mal, anstatt nur zu braten. Das wäre ganz gut. Nee, damit kannst du nur Wasser abkochen tatsächlich. Du kannst ja keine schmackhafte Suppe machen. Ach, schade. Dachte, eingeborenen Hühnereintopf von Erasco. Würde ich gerne. Also ganz ehrlich, wie oft steht man da vom Regal und denkt sich, boah, jetzt eingeborenen Eintopf. Das Gute daran ist das Gute darin. So ein alter Schmierfuß von den Ekeligen. Wo habe ich gerade was gehört? Bei Rewe. Es gab doch in Hannover mal so einen Typen, der hat das doch gemacht. Ne? So ein Metzger, danach im Krieg oder so. War da nicht irgendwas? Boah, ich erinnere mich tatsächlich dran. Daran erinnere ich mich tatsächlich an die Geschichte. Ich weiß aber nicht, wo ich die aufgeschnappt habe. Da gibt es bestimmt mehr in den Kommentaren zu. Da hat bestimmt der ein oder andere Zuschauer sich jetzt. Kann so bestimmt mehr zu erzählen. Oh, wir kriegen Besuch von einem. Wahllos. Genau. Und da hinten latschen gerade drei Eingeborene durchs Dorf, habe ich gerade von hier gesehen. Drei mindestens. Also vier, ich könnte den eigentlich niedermetzeln, weil ich könnte den sein Bein gebrauchen. Ich habe nämlich Hunger, deswegen greife ich den jetzt an. Er hat ein bisschen getroffen, war easy. Aua. Sehr gut. Boah, den habe ich einem mitgegeben hier, dem Kleinen, ne? Sehr gut. Ab in den Arsch mit der Axt. Alter, das sieht von hier so falsch aus. Naja, auf der... Alter, wie das Bein hier gerade weggeflogen ist. So. Hier, vor mir liegt ein Bein. Hier, vor mir. Nee, das liegt bei mir nicht vor dir. Das ist wieder klein passiert. Bei mir flog da gerade ein Bein raus. Oh. Wir sollten uns zurückziehen ein bisschen. Okay, ich muss aber... Oh, schnell. Grill. Alter, da kommen gleich vier angelaufen. Leg schnell was aufs Grillfleisch doch. Oh mein Gott, ich muss es ja auch anzünden, die alles wieder. Die stehen noch da hinten. Okay, alles gut. Gott, jetzt muss das Feuer ja wieder ordentlich anbekommen. Man musste mit E immer Laub nachfüllen. Das dauert leider exorbitant lange jetzt. Früher war das schnell. Aber der wurzelt auch so durch die Beine. Wenn es Bratmaxe gibt. Das ist auch so ein Song, den wir, glaube ich, seit 5 Jahren in LPs singen, ne? Ja, weil der immer, da kommt ja auch immer gut an. Immer top aktuell. Okay, ich sehe da hinten die Schatten langlatschen. Groß oder klein. Und weil sie immer gelingt, stimmen alle mit ein. Unsere Bratwurst. Das will ich jetzt keine Produktplatzierung sein. Von Eingeborenen sein. Mm. Ja, die leckere Eingeborenenwurst. Aus Hannover. Hör mal, da hinten ist jetzt einer mit dem Licht in der Hütte, aber 3, 4 andere müssten da gerade irgendwo Patrouille gehen. Da hinten. Es sind 2 Gruppen. Hat sich auch voll gelohnt, dass wir ja den Canon, den wir da vor der Haustür hatten, nicht den Wilson, ja, gefragt haben, ob wir den Namen geben wollen, weil der ist jetzt längst schon Geschichte. Na gut, der ist ja immer noch da. Nur er ist immer noch da. Wo ist Batman? Entschuldigung, das war seit Dragon Age 2. Oh, jetzt bin ich satt. Jetzt bist du satt? Das ist gut. Ich habe zwar Hunger, aber ich muss mir auf jeden Fall neue Tiere holen. Ja, Alter. Das finde ich mega ätzend, dass die jetzt ablaufen. Vielleicht mache ich mal so ein Dry Rack. Da kann man nämlich Tiere so zum Trocknen aufhängen quasi. Man kann die hinterher gedörrt, kann man die dann genießen. Kann ich da noch mehr draus zaubern oder nur Arme und Beine? Den Kopf kannst du noch. Kopf kannst du auch noch, aber ich weiß nicht, ob man den essen kann. Das weiß ich nicht. Ja, probier was mal. Wahrscheinlich abnagen und hast einen Skelettkopf. Den brate ich dir jetzt, Kronk. Das ist lieb. Was ganz Feines. Endlich. Wow, da komme ich immer gern zu Gast. Damals. Besuch. Boah, wie der Kopf da auf dem Besuch. Das sieht ja mies aus. Hm? Ja, hab ich gehört. Oh! Oh nein. Eine Lady, hey. Die haben Kopf gebraten. Willst du etwas davon haben? Ja, müsste das doch schmecken eigentlich. Ich probiere mal was aus. Kopf. Ich geh mal nach oben, auf die Plattform, mal gucken, was passiert. Kommst du mit? Ich greif mich an. Ja, komm nach oben. Ich bin oben. Ah. Nicht, dass sie auch hochkommt, aber ich glaube eigentlich nicht. Kann durchaus sein. Die müsste dann vom Baum zu Baum springen, dann könnte die eigentlich hier hoch. Ach, da sehe ich ja auch Luben. Die kleine Maus. Jetzt geht's rückwärts. Du hast gepupst. Du hast gepupst. Oh, ich glaube, sie brennt. Ja, ich glaube auch. Ja, sie brennt. Hahaha. Ha, ha. Und jetzt ist sie tot. Haha. Ha. Gut, dann grill ich die jetzt. Da kann der Sarraza sich sofort dran vergehen. Guck mal. Na, wie immer. Ja, Mann. Da kann man sich ja die K.O. drauf sparen, du. Den ganz anderen Kopf. Was ist das, dein Geräusch? Du hörst dich schon an wie der Eingeborenen übrigens. Naja, das ist so. Wahrscheinlich, wenn man genug von denen frisst, von den Menschenfleisch, dann wirst du auch zu so einem. Ja? Ich überlege gerade, den Kopf kann ich nur grillen, aber nichts davon. Kannst du nicht essen? Glauben. Weiß es nicht, sieht nicht so aus. Das wäre jetzt aber eine herbe Enttäuschung. Ich muss den doch auch irgendwie vom Grill nehmen können dann. Sonst haben wir ja immer diesen Köpf liegen. Wer Kappes. Aha. Da liegt ein Fuß? Boah, ich muss auch mal was essen eigentlich. Brauchst du das Bein, was da liegt? Ich kann dir mal in einem Kopf geben hier.
Lernst mit dem Kopf. Nee, mach mal nicht. Alter. Mach mal nicht. Brauchst du das Bein, was da liegt? Nee, ess so. Ich habe das vor uns gegrillt. Ah, super. Ich grille ja. Dann warte ich noch, bis es durch ist. Ah, köstlich. Der schöne Weber-Grill, weißt du? Ah, schön. Ist das nicht dieser, wie heißt der nochmal, dieser mit dem Fettablauf? Ja, der ist diesen voll. Der George Foreman-Grill. George Foreman-Grill. Das ist unser guter George Foreman hier vorne. Guck mal, ess ich noch mehr. Ess ruhig mehr. Ess ruhig mehr. Nee, ich bin satt, tatsächlich. Ich bin satt. Ich warte jetzt nur, dass es hell wird. Fleisch. Da kann man auch nicht genug von kriegen. Ja, dann gehen wir mal ins Eingeborenendorf und holen uns da lecker, lecker Töpfchen. Warte, ich mache eben nochmal. Wenn es Töpfchen gibt. Muss man trinken, weil heimlich. Ich wollte eben nochmal so für Dörrfleisch was machen. Wo war denn das jetzt hier? Ich trinke in den Folgen immer so viel heimlich. Warte mal, wo ist denn hier das Ding für Dörrfleisch, sag mal? Also ich kann nur eine Falle für Kaninchen. Ich mache nochmal eben eine Falle für Kaninchen. Da können wir noch Kaninchen sammeln. Gute Idee. Ein H1Z1 in die Gold. So, was? H1Z1? Hätte ich das besser nicht gesagt, sonst wollen die Leute das alle wieder sehen. Ach, H1Z1, huch. Oh nein, nicht schon wieder. Also man kommt hier schneller hoch an dem Hauswand als am... Deine Tasten klicken höre teilweise. So, das mit der Hauswand ist super, ne? Dass man da hochklettern kann. Finde ich echt perfekt. Boah, das Ding kriegen wir sogar fertig. Wir haben genügend Sticks, habe ich hier gesammelt. So, pass auf, die alte ist wieder da. Jetzt bewundert die Alte ist gerade am Kaninchenkäfig, ne? Die kommt gerade in deine Richtung. Hi. Das ist ihre Schwester. Pass auf, jetzt geht's wieder rückwärts. Na komm, geh ins Feuer. Nicht. Geil. Dann. Oh, schade. Warte, jetzt. Ja! Ja, und sie brennt. Geil. Und sie brennt, denn sie ist heiß. Oh ja, das ist eine heiße. Oh, die fällt da runter? Nee. Ja. Nee, komm. Super. Oh, das ist hier voll der Frauenmagnet, unser Palast hier. Voll der Chick Magnet. Aber hier ist keine Cola gedroppt oder so gerade. Vielleicht ist sie verpufft. Oh, Alter, ich bin gerade aus dem Spiel geflogen. Was? Ja, tatsächlich, ich bin gerade einfach rausgeknallt. Wie das denn? Ja, das habe ich aber auch noch nicht gehabt, du. Du müsstest mich jetzt einladen irgendwie. Wie lange läuft denn die Folge schon? Naja, noch nicht lang genug auf jeden Fall. Ich lade dich mal eben ein. Okay. Hier, Sari. Oh nein, dann sehen die alle unsere... Nee, Steam Overlay nehme ich nicht mit auf. Ich schon. So, zu Spiel einladen. Saraza wurde eine Einladung geschickt. Continue. Jetzt hoffe ich, bin ich nicht wieder da hinten. Du bist beim Flugzeug jetzt wahrscheinlich. Oh nein, dann habe ich alle meine Sachen verloren. Nee. Ach, hier nee. Nein, ich bin hier. Geil. Hat ach cool. Alle. Ah, geil. Gott sei Dank. Ach stimmt, weil das Bettchen. Wir haben das Bettchen jetzt hier. Stimmt ja. Oh nee, ich habe auch nicht alle meine Sachen verloren. Und ich sitze in der Bank draußen. Warte. Oh, schade. Alter, wo bin ich? Ich bin gerade. Ah ja, okay. Du bist durch die Wand gesessen. Ja, das war gerade irritierend. Du hast dich endlich mal einmal in deinem Leben hast dich durchgesetzt. Durchgesetzt, das ist geil. Ach, schön. Komm hier. Hier ist Stiggis. Ach so. Scheiße, jetzt sind aber die Stiggis weg, die ich da größtenteils eingesammelt habe. Ja, da war gerade keiner am Halter. Ich wollte auch gerade welche rausnehmen, waren aber nicht mehr drin. Komischerweise, ich habe jetzt auch ein paar gesammelt. Wir brauchen nur noch vier, dann ist es fertig. Okay, dann, okay, vier müsste ich haben. Unsere Freundin. Boah, es ist echt ganz schön dunkel. Ne, einer fehlt noch, ja. Genau. Ein einziger. Gibt's denn irgendwie auch so richtige Fackeln oder so? Ja, ne? Ja, man kann sich welche machen. Das Rezept weiß ich gerade gar nicht, weil ich die sonst nie benutze. Es müsste auf jeden Fall irgendwas sein mit Sticky und Cloth oder so. Von der Logik her. Oh, da sind jetzt Knochen, Alter, auf dem Dings drauf. Im Grill, weil da haben wir wohl ein bisschen lang gewartet. Ich sehe da gar keinen. Ich leg noch mal ein Beinchen drauf. Du hast doch bestimmt Appetit. Du hast doch immer Appetit, mein Kleiner. Hm? Was ist denn das für eine Nummer? Willst du wieder mit dem Van vorfahren oder? Oh, da gehe ich gerne shoppen. Boah, ich hoffe, es wird gleich mal Tag. Es ist echt so kackendunkel hier gerade. Die liegen alle auf dem Boden rum, irgendwie die Stickies. Der ist ja fertig. Gut, dann kann ich die jetzt, die hebe ich mir mal auf. Boah, wie viel Licht diese Dinger ja früher gegeben haben und jetzt einfach... Kannst du da vielleicht mal Laub reinhauen? Ach, ich habe kein Laub mehr wahrscheinlich. Jo, läuft. Mach ich mal eben den hier. Wir sollten nochmal zum anderen Strand, dann können wir uns mal den Taucheranzug holen, der gibt manchmal Licht. Ach nee, jetzt nur noch unter Wasser. Das geht nicht mehr. Boah, Taucheranzug, den will ich... Oh nein, ich habe einen Pilz gefressen aus Versehen, so aus dem Reflex. Ja, genau. Das passiert manchmal. Genau wie diese scheiß Beeren, die manchmal einfach reinploppen. Okay, pass auf, es wird langsam wieder hell. Ja, eine Nacht wieder überstanden. So, Kaninchenfalle haben wir. Wir können den Eingeborenen noch so Fallen stellen, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Könnten wir eigentlich mal wieder machen. Ich habe hier ganz viele Sticks gesammelt. Okay, ich probiere mal. So, L.
Oh, jetzt habe ich schon wieder so einen Pilz gefressen, Mann. Boah, geil. Find, man kriegt die Sachen aber schon recht schnell zusammen. 37 Loks, dann haben wir hier eine fette Brücke. Guck mal, oben. Alter, nur 37 Loks. Das geht. Das ist ein Angebot, Alter. Das, ja, Alter, das schaffen wir doch zu zweit mit links. Das ist halt echt besser, ne? Wenn jetzt zu zweit das ist total geil. Auch wenn wir, okay, noch, auch wenn wir leider noch weg. Die Scheiß-Axt haben. Wir haben immer noch keine gute Axt. Da sollten wir vielleicht mal bald auf Reisen gehen. Aber wir haben... So eine Expedition wäre in der nächsten Folge eh mal wieder ganz gut, ne? Wir sind ja voll am Suchten. Ihr merkt das ja wahrscheinlich schon. Das ist immer noch eine Session. Wie immer halt, ne? Ja, aber wie so zum Sonntag, Zocksonntag mit Gregor ist ja auch nicht der schlechteste. Kann man aber machen. Aber schon lange nicht mehr. Genau, deswegen macht es auch richtig Spaß. Also ich hoffe, ihr habt natürlich mindestens genauso viel Spaß wie wir. Okay, so. Bauen wir die Loks direkt rein, ne? Genau, ich baller die da mal, ja, keine Gefangenen. Das kann man auch von unten einfach dran bauen. Genau, muss ja gar nicht hoch. Voll praktisch. Nee. Easy going. So. Oh, 7 sind schon da, nur noch 30, Mann, das ist so ein Schnapper. Ja, easy. Die Bäume fallen übrigens immer in die Richtung, in die du sie schlägst, jetzt inzwischen. Früher bin ich daran immer hochgehüpft, okay. Das hat auch immer Spaß gemacht. Hochhüppen, damit die in irgendeine Richtung fallen, wo du hoch gegenspringst. Das geht inzwischen leider nicht mehr, glaube ich. Ja, manchmal zieht man auch nicht durch. Da schlägt man irgendwie vorbei, obwohl man direkt davor steht. Das ja, ist das ist ganz komisch. Manchmal ein wenig rätselhaft. Ja. So. Hände hoch! Sie sind in rätselhaft! Oh geil, Alter. Ich räume mir einfach mal einfach ab, bevor ich rüberbringe und dann gehe ich lieber nach und nach. Fällt dir aber nicht in Richtung Klippe, weil da manchmal die Loks natürlich über die Klippe fallen. Oh, das ist eine gute Aussage. Am besten immer in Richtung der Brücke, da musst du nicht so weit tragen. Muss ich mir ermahnen, Hermano. Martinez, bitte, Martinez. Gregorius. Mein Name ist Martinez. Gregor Martinez. So. Das war die echt ganz gut, wenn wir dann Plattformen in Richtung des eingeborenen Dorfs machen und dann einfach so mitten mangen, wenn das geht. Dann können wir uns dann mal runter opfen und dann wieder hoch. Und immer genau. Na toll, der ist jetzt in Richtung der Klippe gefallen. Aber okay. Kann man das? Hast du mir doch gesagt, weißt du? Ne, aber der ist falsch gefallen. Nicht so, wie ich gefällt habe. Ja. Das habe ich doch architektonisch. Ich habe doch meinen Physikschip im Hirn. Habe ich selber noch nachberechnet. So. Wir beide haben leider sowas nicht. Überhaupt nicht. Wenn man so oft gehatet. Kann doch nicht sein, das sieht man doch mit links. Das ist der Gronkh. Der Gronkh, der ist so doof, ey. Manchmal verstehe ich einfach nicht, wie der... Weißt du was? Ich hab meinen Monitor angeschrieben. Gehatet werden ist mein Lifestyle, Alter. Ist mein Lifestyle. Weißt du, ja, wir machen das ja extra, damit wir überhaupt noch Kommentare kriegen. Ja, natürlich. Das wissen ja die wenigsten. Natürlich. So, die Leute denken ja, wir hätten noch Erfolg, wir wären noch angesagt. Ach, dabei Quatsch, wir spielen aber nur Scheiße, damit wir endlich mal ein paar Kommentare kriegen. Ja, genau, so ist es einfach. Das ist der Trick. Weißt du? Ist das wirklich so? Ach, schön. Ist das schön hier im Bällchen. Guck mal, ich finde hier diese Bäume und so, so ein Baumhaus wär schon geil, ne? Ja, können wir natürlich auch noch. Superhomies bauen Baumhaus machen. Wird bestimmt passieren. In 2 Wochen in Kanada. Ich weiß, was eher passieren würde, als dass wir ein Baumhaus bauen. Dass die Blair Witch-Hex uns angreift. Oh. Obwohl, ich habe schon ein Baumhaus gebaut. Schon wieder viele. Ja, aber das ist, glaube ich, auch schon 2 Tage her. Boah, ich hatte ein richtig geiles Baumhaus. Doppeletagig sogar haben wir gebaut. Doppeletagig? So richtig, ja. Boah. Und so richtig, voll cool. Also richtig Stabilisatoren auch. Das war voll der Hammer, so mit 12, 13 und mit ganz vielen Freunden. Wir waren so 4, 5 Freunde und dann haben wir da echt gebastelt wie Sau. War echt eine geile Zeit. Geil. Haben wir dann mit das schwarze Auge gespielt im Baumhaus. Weil wir immer so laut waren, dann nie irgendwen besuchen durften von uns, immer die Eltern gemeckert haben. Dann haben wir das Baumhaus gebaut. Ah, geil. Ging aber nur im Sommer. Und im Sommer war es ultra warm, dann war das Dach mit so einer Plane, war richtig professionell. Ah, so eine blaue? Diese alten blauen... Ja, so eine blauen... weiß war die, aber die wurden so heiß in dem Laden, Alter. Wobei, weiß geht aber noch. Ja, aber es war trotzdem voll stickig. Früher gab es mal diese dunkelblauen Planen, irgendwie diese Knitterplanen, die man da irgendwie schnell rüberspannen konnte über sowas. Ja. Und du glaubst aber auch gar nicht, wie viele Viecher sich da so einschleusen in so einem Baumhaus. Ist richtig ekelhaft nach der Zeit. Das Schöne ist, die gehen ja auch nicht weg. Die haben da einen schönen Platz auch. Es ist warm, es ist trocken, die können mega. Da... Ne? Ja, also so Spinnen oder so. Und dann hast du vielleicht noch abends ein Lichtlein an da und dann kommen sie dabei. Irgendwie mit Elektronik oder das Schöne ist, Lagerfeuer. Du hast ja auch keinen Strom für eine Mückenlampe oder sowas. Nee, brauchst du ja nicht. Eben. So, fertig, die Brücke ist fertig, Alter. Ja, geil. Hammer. Oh, ich habe mich schon wieder verbrannt, ey. Das musst du erstmal schaffen. Ich weiß echt nicht, wie du, das ist mir wirklich ein Rätsel. Das musst du auch trainiert haben, heimlich. Hä? Was denn? Muss ich da eh gedrückt halten, oder was? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nur einmal drücken. Manchmal buggt das ein bisschen, habe ich das Dumpfe. Was? Bei diesem Spiel gibt's keine Bugs. Alter. Boah, geil. Boah, geil.
Ja, so kann man ja voll viel bauen, Alter. Wir machen hier, es erinnert mich so ein bisschen an diese Freizeitpark-Dinger, wo du dann auch so mit Seilen dich so lang schwingen kannst. Da musst du übrigens, da musst du springen. Nimm meine Hand! Schnell! Hier, greif die Axt! Schnell! Nein! Hat nichts gemacht. Zum Glück. Okay. Muss noch was hier ist mal ein Seil an dem Ding. Du kannst hier an der Seite eh wieder hoch. Nicht. Okay, trinken ist voll. Boah, und wenn wir da jetzt noch in Richtung Eingeborenendorf gehen, das wäre natürlich ultrast. Ultrast? Das würde ich echt gerne noch machen. Wieder wem braten eigentlich? Aber mir geht's noch. Da liegen noch zwei Beine. Beziehungsweise ein Bein und eine Hand. Komm, gönne. Warte. Ja, sonst regenerierst du ja nicht, ne? Das stimmt. Deswegen komm, ich brat uns mal was. So. Ein Arm und eine Hand, wenn du willst. Drüben. 14. Oh, hier kann ich mir noch die Seile holen. Weil ich ja wieder rausgeflogen bin im Spiel wahrscheinlich. Cool. Habe ich jetzt genügend Achso, das geht ja noch gar nicht. Ich muss hier noch. Wir brauchen noch 14 Loks, dann haben wir die Plattform hier. Okay, perfekt. Und das Gute ist, wir haben hier natürlich wieder frische Bäume. Kann man eigentlich jetzt theoretisch da auch diese Plattform so erweitern, dass man da wirklich so ein richtiges Lager ausbauen kann, oder geht das nicht? Das geht schon, ist ein bisschen umständlich, wird viele Baumstämme kosten, weil ein Lagerhaus kannst du natürlich nicht oben im Baum einfach so bauen. Da musst du halt auch so Gerüste von unten hochziehen und sowas. Ah, krass. Und die werden dann ein bisschen teurer. Ja, aber das ist doch unser Ziel, oder? Das ist doch eine geile Sache. Ich weiß nur nicht, ob der Wald so weit reicht. Ob wir genug Bäume dafür haben. Alter. Oder ob wir alles wegharvesten, ne? Hier ja. Oh, Alter, wir werden angegriffen. Was? Von dir, linke Seite, neben unserem Haus. Oh, das sind ja mehrere. Ja, geh hoch, komm. Ich bin. Alter, die greifen echt das Haus an. Kann ich hoch? Hä? Oh. Das ging mir eigentlich auch nicht. Wie doof das aussieht, ey. Greifen die jetzt nur die Wand an oder was machen die? Ne, die greifen unsere Wand. Das können wir aber nicht zulassen, Alter. Boah, wir brauchen unbedingt Bögen. Ja, unbedingt sogar. Gucken wir uns da an, wie die unser Haus zerdeppern. Das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Ja, aber mal runterspringen und gucken, was passiert. Aber wir sind doch eigentlich ganz gut am Start jetzt, oder? Komm. Okay, der hat aufgehört. Warte, ich beobachte nur mal ganz kurz. Ich komme mal gleich mit runter. Ja, die haben beide aufgehört. Die sind jetzt auf mich gelockt. Ne, der eine guckt mich gerade an hier Verpisst oben. Verpisst euch, sagte ich! Und kauf dir meine Brille, du Penner! Entschuldigung. Patsch. Ich kann doch eh nicht sehen. Alter. Also manchmal irritiert das mit dem, dass sie schlagen können, aber doch nicht. Ach, der brennt! Oh. Der brennt eh! Ja, der ist vorbei, der ist passé. Der andere haut ab. Der brennt eh, der ist passé. Mach sie fertig! Erstmal ein bisschen Mundgeruch entgegengiften. Das funktioniert immer. Glaub mir, deiner ist wesentlich besser als der von denen. Ja, das glaube ich auch. Obwohl, ich habe vorhin so einen alten Fuß gegessen. Könnte inzwischen anschlagen. So, ich hab den gerade gejagt. In der Zeit. So, der ist zerhackt. Hast du ihn weggejagt? Nein, der beobachtet uns noch. Wenn ich jetzt zurücklaufe, kommt er aber schon wieder. Ich hab mal ein paar Beine und Füße auf dem Grill. Der kommt uns natürlich hinterher. Wir brauchen Bögen. Ich repariere gerade mal. Diese Kaninchenpfeile, die brauchen ein bisschen, ne? So, jetzt geht er. Ich glaube, der guckt nicht. Oder? Der beobachtet noch. Der guckt, aber der geht weg. Kaninchenfalle muss ich mal gucken. Oh, da ist immer noch kein Kaninchen drin, das ist ja erstaunlich. Es hat immer noch nicht geregnet, ne? Oder ist das Wasserding einfach so leer? Also ich kann trinken, von hier aus, versuchen wir von hier aus. Nee, ah doch, geht. Ah, okay. So, er ist weg. Sehr gut. Kriegt das nicht mehr voll aufgeladen, irgendwie, mein Wasser? Vielleicht war zu wenig drin, ich weiß es nicht. Ah, es kann sein. Da musst du zweimal, trinken. Andererseits brauche ich wahrscheinlich volles Wasser und volles Essen, um mich zu regenerieren, ne? Also Ausdauer, meine ich, wird gerade nicht voll. Jetzt hat der Kollege schon wieder gelockt. Wir brauchen eine Bank unbedingt, wegen Ausdauer. Warte, die Bank ist im Haus. Ja, stimmt doch, ja klar. Das war ja die Außenbank. Genau. Jetzt geht's. Jetzt okay, er haut jetzt ab. Ah ja, okay, habe ich verstanden, dankeschön. Braucht da nicht mehr in die Kommentare schreiben. Das ist doof. Das ist so dumm, Alter. Ist das nicht in der vierten Folge? Du bist so dumm. Welches ist es eigentlich? Fünfte oder fünfte? Oh, da ist ein ganzer Zug gerade im eingeborenen Dorf. Laufen gerade drei oder vier rum. Müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein in Zukunft. Der Kollege ist, glaube ich, weg. Der Kollege ist weg. Ich versuche mal, die dritte Plattform zu bauen. Wenn wir dann noch die Brücke kriegen, dann sind wir fast beim eingeborenen Dorf. Total geil. Guck mal gerade, was wir noch bauen können.
Custom Building, da geht ja auch noch Basic. Boah, da können wir theoretisch auch so geil das voll den Palast bauen hier, ne? Da müssen wir aber irgendwo anders das Holz harvesten. Es gibt auch keine Transportmöglichkeit fürs Holz, ne? Scheiße, ich glaube, die sind alle im Dorf gerade. Es gibt eine Transportmöglichkeit, man kann so einen Log-Sled machen, da kann man mehrere direkt holen. Ach geil, ein Schlitten? Ja, der hat bei mir mal dazu geführt, dass ich durch die Welt gefallen bin. Seitdem habe ich mich nicht mehr getraut, ihn zu machen, aber ich glaube, der ist inzwischen wieder repariert. Ja, das ist ja was her schon, ne? Ja, ist alles gefixt, gar kein Problem. Ja, das ist total super. Obwohl bisher so richtig gravierende Bugs gab es jetzt noch nicht. Nee, vielleicht mal. Vor allem waren das Darstellungsfehler am Clipping oder sowas, aber... Oh, hinter dem Haus, zwei Kannibalen. Warte. Ah, toll. Kannibalen hinter dem Haus. Ich muss ja mal den alten Fisch droppen. Die Kannibalen greifen das Haus aber, glaube ich, nicht an, nur wenn Menschen drin sind. Die kommen jetzt auch hier. Es fehlt nur noch ein Holzding. Komm mal hoch, komm mal auf die Plattform hoch. Ich will das zu Ende bauen. Das ist aber gerade keine gute Idee. Ich will das aber... Dann läuft der einfach dran vorbei. Da ignoriert die einfach. Ja, und weißt du, was sie jetzt machen? Ich bin wieder dran vorbei. Aber der eine läuft gerade... Der eine hat einen Lock auf mich. Der andere auf dich. Gerade läuft dir hinterher. Vorsicht. Hm? Jetzt hält er Abstand. Sehr gut. Yeah. Und ich habe das Ding fertig gebaut, heroisch wie ich bin. Ah, cool. Jetzt kletter ich einfach hier hoch. Sollen die mich mal kriegen? Oh, jetzt ist aber ganz schön gebüschig. Ja, das macht aber nichts. So. Ich finde das mal ganz cool eigentlich. Auch voll getarnt, ey. Boah, nein, das sind auch Eingeborene. Im Dorf, ne? Der marschiert aber nur ganz easy vorbei. Im Dorf waren so von... Sind ganz schön nah an da waren so vier. Ja, geil. Das heißt, wir können nämlich hier oben drüber, können wir dann da hin zum eingeborenen Dorf, sind aber immer safe. Außer wenn die in die Bäume springen. Ich weiß nicht genau, ob sie uns dann kriegen können. Hallo Gregor. Hallo, hi. Hallo, hi. Hallo, hi. Hallo, hi. Hallo. Hallo Saraza. Hallo, wie geht das hier? Sehr gut. Wir bilden eine Brücke aus unseren Herzen. Oh Gott, da brauchen wir jetzt ganz viele Loks hier, aber solange wir da sind. Ja. Ich glaube, ich esse mal Alter. Den Medizin. Komm. Was macht denn der für Geräusche? Können wir den Notfall mit denen anlegen, mit den Säcken. Oh, das war kein... Das ist kein Kannibale, hier ist gerade ein Eingeborener. Oh ja. Oh Gott. Renn, hinter dir ist ein Kannibale. Und der Eingeborene hat jetzt einen Lock auf dich. Und alle haben irgendwie sind auf mich aggro. Weiß gar nicht, ich bin doch voll der Nette. Ist ja wie bei YouTube. Okay, da ist ein Torso. Vielleicht sind die nicht so cool drauf, weil du ihre Kumpels gefressen hast. Ich weiß es nicht. Ah, komm, Alter. Aber andererseits, Auge um Auge, ne? Ja, komm, du hast die doch auch gefressen. Ja gut, das war nur so ein alter Grindfuß, das war so ein Holzbein eher. Ey, warum greifen die sich nicht gegenseitig an? Das weiß ich auch nicht, komm, die müssen... Komm mal lieber hier rüber, bevor der wieder unser Haus beschädigt, oder? Das wollte ich ja gerade gucken, aber ich glaube, wenn ich in der Nähe bin, machen die das nicht. Jetzt gucken die nur doof. Aber wie gern würde ich den jetzt einen Fallenschädel schießen und die dann braten? Warte mal, kann ich nicht? Warte mal. Kann ich hier oben eigentlich auch eine Bank hinbauen, damit wir auch mal... Seil? Close? Ja, wir können Bögen bauen. Wir können Bögen bauen. Eine Woodbench wäre doch eine Bank einfach, ne? Ja. Geht sogar. Ah, scheiße, jetzt randaliert er da wieder an der Bude rum. Wer war das? Geil, ich baue hier oben eine Bank hin, Alter. Dann können wir uns sogar da oben regenerieren, wenn cool. Die mal unten sind. Wie hast du den Bogen gebaut? Dazu brauchst du... Du musst rechts... Ah! Was denn? Vorsicht! Ja, ich komme wieder hoch. Ah ne, da geht der nicht. Ah ne, ich hol lieber zwei Woodlocks. Krieg die nach da. Oben Vorsicht, Vorsicht! Hin. Alter! Ja, ich... No risk, ich mach hier gerade voll die Action-Cam. Ich komme hier gerade vor wie so eine Fußballreportage. Aha, okay, aha. Und ich mach die Action. Kriegst du die von da unten gebaut überhaupt? Oder kannst du damit hochklettern? Aber, das glaube ich nicht. Scheiße. Aber warte doch, ich weiß wie. Weiß, wie es macht. Ah, clever. Das ist eine geile Idee. Damit kann man hier oben echt viel bauen. Lauf hoch. Warte, ich geh dir mal aus dem Weg. Ja, Mann. Out of your way, baby. Und jetzt haben wir auch eine Bank, Alter. Guck mal, können wir uns voll gemütlich romantisch hinsetzen. Es sei denn, man setzt sich wieder einen Meter weiter. Setz dich doch mal hin. Setz dich doch mal hin, bitte. Scheiße. Nein! Schön! Schön! Beste. Voll bugfrei. Es sind nur Clipping und Darstellungsfehler. Beste Bank ever. Auf Banken ist eben Verlass in unserem Staat. Ja. So. Nennen Sie. Ah, nee, das sage ich jetzt nicht. Das ist wieder so. Mach ich wieder böse Witze. Oh, Alter, das. Boah, da ist einer vom Baum. Ja. Gesehen? Das werden jetzt mehr. Alter, nein. Vergiss es.
Ey, das ist doch scheiße. Okay, pass auf, ich probier mal was. Geh mal rein und setz mal hier kurz auf die Bank. Da sitze ich auch wieder draußen. Das funktioniert aber komischerweise nur manchmal nicht. Okay, ich hab grad einen Brandpfeil gemacht. Normalerweise reicht ein einziger getroffener Brandpfeil, okay, dann sind die tot. Aber das Problem ist, du musst halt treffen. Pass auf, du musst mir nochmal erklären, sorry, was muss ich für einen Bogen haben? Was für Sticks, bring mich erstmal in Sicherheit, geh erstmal hoch, weil du musst ins Inventarmenü natürlich. Hm? Warte mal, scheiße, jetzt haut der ab. In B oder Inventar? I, also Inventar. Okay. Dann machst du einen Rechtsklick auf einen Stock. Warte, oh, da springt einer, da ist einer in der Luftfresse gefroren. Dann Seil. Dann ein Seil, Rechtsklick. Ja. Und noch Close, also so ein Lappen, so ein... Hab ich leider nicht. Ah, verdammt. Da holen wir dir gleich noch welche im eingeborenen Dorf, weil Bögen, siehst du Brandpfeile... Achso, kannst du gerade gar nicht sehen wahrscheinlich. Die Brandpfeile sind echt das Mächtigste hier im Spiel. Ja, er brennt. Der ist tot. Geil. Der regt sich auf, aber der ist gleich weg. Ein bisschen zündet ist auch. So, da ist er tot. Ah, mein Neck wieder. Freue ich mich als Koch hier. Ja, da hast du gleich. Küche ist gleich wieder voll. Wir sollten hier vielleicht eine kleine Fleischkammer einrichten, so eine liebevolle. Ja, da bin ich dabei. So einfach gestapelte Menschen, so wie bei Wrong Turn irgendwie oder so. Voll die Hillbillys hier hinten. Ja, der kolumbianische Hillbilly hier. Aber ich will das nochmal probieren. Ich setze mich jetzt mal von hier auf die Bank. Ja. Ey, da ist doch... Nimmst du eigentlich Schaden, wenn du runterfällst? Nee. Ich probiere auch mal. Niedrig. Nee. Oh, scheiße. Das wird nix. Warum kann ich da nicht auf der Bank sitzen? Dann muss ich die eigentlich wieder abbauen und mal woanders hin positionieren, oder? So. Ich hab leider... Kann ich die einfach kaputt schlagen? So, ich habe nur 5 Pfeile. Das heißt, jeder muss sitzen. Nee, man kann die gar nicht mehr abmontieren. Oh, oh. Weißt du was? Ich renne warte. Die sind ja eh hier und wissen, dass wir hier sind. Auf den Wäscheleinen hängen überall... Auf den Wäscheleinen... Mist. Hm? Auf den Wäscheleinen hängen überall Clothes, also überall Klamotten. Ich glaube, und auch Kaninchen jede Menge, Alter. Ich glaube, ein Kannibal ist hinter dir her, wenn ich es richtig gesehen habe. Alter, ich bin hier voll allein im Dorf. Ich guck mich hier mal um. Wir brauchen unbedingt Federn für Pfeile. Cola. Jede Menge Cola. Oh, sehr gut. Ah, ich weiß, wie wir Cola austauschen können. Mit dem Regal. Ich kann ein Cola-Regal bauen. Ich komme wieder zurück, da ist einer bei mir. Sehr gut. Streif dir mal an mir ab, ich brauche dringend Ausdauer und was zu essen. Warte mal, ich mach das geh an. Risky hier. Für so ein scheiß Gagball, weißt du? Warte, ich komm mal zu dir, da vor... Oh, nein, hau ab! Ich komme. Da kommt gerade eine ganze Horde. Oh Gott. Aber ich hab einer läuft hinter dir her, die anderen weiß ich nicht. Oh, mehrere laufen hinter dir her. Hau ab, aufs Dach. Ja, ich komme. Andere Seite ist besser. Da sollte man nichts vorbauen, weil dann sollte man das Auflauf hier bei der Assen. Alter Schwede. Ich hab richtig Stuff bekommen, Mann. Ah, sehr geil. Jetzt kann ich auch den Bogen bauen. Geil. Ah, okay. Bleib mal hinten. Wo ist denn die sehen uns gerade nicht. Ich hab welche bekommen, hä? Aber, hä? Ah, da, ich hatte es wohl schon. Ich hatte schon voll viel. Ich hab's noch nicht erkannt. Okay. Komm mal. Das machst du auch geil, alles. Bogen. Genau, super. Und Pfeile machst du jetzt. Du brauchst 5 Federn, um Pfeile zu haben. Um Pfeile zu kriegen. Hast du 5 Federn? Nee, ne? Aloe Vera habe ich, muss mal gucken, wo die Federn aber sind. Die Federn sind am Rucksack direkt, die gucken aus der Tasche. Nur eine. Scheiße. Wir müssen dringend, nochmal zum Strand irgendwann pilgern und Federn holen. So, die schreit, alle 4 kommen angelaufen. Das ist der Schrei, damit die sich sammeln. Das sollten wir uns vielleicht merken. Okay. Oh, guck mal, der Vogel, da landet jetzt ein Vogel auf meiner Hand. Oh, ich sehe das sogar, aber den Vogel nicht. Ich sehe nur, wie du dir ja irgendwie die Hand vors Gesicht hältst. Oh, guck mal, der Piepen hat's. So, die sind abgehauen jetzt übrigens. Ja, dann lassen wir mal da eine kleine... Oh, hungry, find something to eat. Wir müssen wieder einen grillen von denen, Alter. Ja, tatsächlich muss ich auch langsam was essen. Ob wir hier oben Lagerfeuer machen Diese können? Bank da ist so sinnlos, ich ärgere mich darüber. Ja, sorry, ey. Nee, nicht wegen dir. Das ist bei dem Spiel einfach. Ja, das ist ja buggy, da kann ich nichts für. Da hinten ist noch eine Vierergruppe beim Dorf, das ist nicht die von Feuer eben. An. Ich grill mal eben einen Snack. Eieieiei. Ich find's doof, dass die Sachen jetzt ablaufen. Das finde ich mega doof. Ja, dafür werden wir einen frischen Arm drauf. Haben wir nicht irgendwo noch ein paar Leichen liegen? Scheiße, wir sollten echt starten. Ja, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite haben wir noch eine Leiche, den Typen, den ich gerade gegrillt habe. Ah ja, genau. Ich weiß wo. Sehr gut. Den holen wir uns. Sorry. Tut mir leid. Ah. Was wollte ich denn gerade machen? Boah, da fliegt voll was weg. Alter Schwede. Da kommt, das reicht auch fürs Erste. So. Habe ich auf dem Grill? Okay, der ist schon snackable. Unsnackable.
Kann man sich den jetzt runternehmen? Oder? Ah ja, da, zack. So, einen habe ich gegessen. Rau dir auch mal einen rein jetzt hier. So. Die sind 0, nix fertig. Wir brauchen 33 Loks, dann haben wir die zweite Brücke auch fertig. Geil. Ich bin mittlerweile Profi im Dingsbraten, weißt du? Hier gucke ich mal hier, dass ich hier ein bisschen harveste. Schnapp dir ruhig die Füße und Beine. Das sieht so doof aus, wenn da zwei Füße liegen. Was soll da gerade jemand Urlaub machen und da wird der Rest vom Körper fehlen? So. Sonnenbrand. Alter, das kann doch nicht gut sein, die ganze Zeit sich von Körperteilen zu ernähren. Das geht doch nicht. Das boah, muss doch. Auch schon mal Sonnenbrand, ne? Das muss doch irgendwann schief gehen. Da sahen wir auch so gegrillt aus wie so ein Körperteil, wenn es fertig ist. Oh ja, oh ja. Wenn das boah, Gesicht fertig. Sich dann runterschält langsam. Boah, ja, das hatte ich vor allem als Kind mal. Richtig übel, ey, wo er sich einfach alles gepellt hat. Das habe ich immer noch regelmäßig, also nicht regelmäßig, aber das öfter mal. Ja, ich weiß, ein Teil, obwohl in Thailand hast du, glaube ich, den schlimmsten Sonnenbrand. Ja, das war ja Mörder, Verbrennung zweiten Grades. mit dem T-Shirt ab. Das war echt so krass, Alter. Nee, der Unterhemd, du hattest immer ein Unterhemd an, obwohl du gar nichts anhattest. Ja, das, ich muss das ja anziehen auch. Boah, das war so heiß, da bist du beim Essen eingeschlafen, weil du so fertig warst. Ja, weil es einfach so mega warm war. Ja, du kannst ja gar nichts mehr machen. Schafft den Körper aber halt auch so krass, so ein Sonnenbrand. Ja. Dass man halt. Ich hatte dann auch Schüttelfrost und alles. Und dann war ich ja mit diesem fiesen Sonnenbrand, Verbrennung zweites Grades. Ja, war ich voll schlau. Vorsicht, da kommen Eingeborene. Boah, weißt du noch, wie lustig das war? Bei der Massage, weißt du noch die Story, die komplette mit dem Timbo und so? Boah, das war so lustig. Das war so lustig, mein Gott, war das witzig. Ich kann mir das mal erzählen. Warte gleich, ich versuche mal die Eingeborenen hier. Habe ich noch einen Fuß? Ne, hast du gegessen, ne? Hast du alles gesnackt? Ja, einen habe ich gegessen. Sehr gut. So, sehr gut. Einer brennt von beiden Kollegen. Der ist dann also auch gleich tot. Hätte ich die Federn mal öfter mitnehmen sollen. Hätte ich mal dem Vogel lieber die Federn klauen sollen. Oh, wie süß. Von der Disney-Film. Dieser Vogel, Patsch. So, wir sollten vielleicht mal wieder speichern, ne? Ja, gute Idee, mein Freund. Ne? Mittlerweile haben wir echt was aufgebaut, so uns. Huch. Das habe ich geschossen beim Speichern, das ist ja auch noch ein Traum. Oh, Hauptsache den wertvollen Pfeil noch raushauen. Ach ja, passiert, egal. Aber die sind echt wertvoll wegen den Federn, ne? Ja, wir können aber Federn am Strand können wir sammeln. Es gibt so einen Glitch, da kannst du mal schön die Tauben wegschießen. Die Möwen. Die geben auch viele Federn. Da muss man nur eine gute Stelle finden, dann kriegt man echt exorbitant viele, wenn man so ein bisschen um sich schlägt. Bei unserem Glück ist es wahrscheinlich nicht mehr vorhanden, der Glitch. Wahrscheinlich nicht. Ja, weil eigentlich ist es ja auch nicht so schwer, Federn zu kriegen. Ich meine. Ey, hier schon, also generell hier schon. Wir haben die ja Hühner gehabt und so, wenigstens. Was machst du denn da hinten? Irgendwie das Gefühl, dass jemand hinter mir. Holz. Achso. Leg's in die Lockstation hier. Dann kannst du es einsetzen. Können wir aber auch in der nächsten Folge machen, wenn ich so auf den Chronometer gucke, ne? Oh, ja, oh, okay. Und dann hol ich noch schnell die zwei Hölzer hier und dann legen wir uns schlafen gemeinsam in unser Bett. Mist, jetzt hab ich hier einen Pfeil angezündet, ich Depo. Wollte ich gar nicht. Hier mal meine Grabbelhand zeigen, Süßer. So, wow, das brennt ja richtig gut hier. Ein zu mir. Ego. Sieht man den brennenden Pfeil eigentlich? Oh, cool. Zwei, da fliegt eine Feder und da fliegt eine Feder, weil gerade ein Vogel ins Feuer geflogen ist. Die will ich mir holen. Ich hab die schon. Nee, warte, da liegt noch eine, oder? Eine ist nur Blätter. Schade. So, irgendwann das ganze Wasser ausgesoffen. Schade. Ist egal, ich habe ganz viele Cola-Dosen. Ah, super. Wir brauchen vielleicht mal ein Cola-Regal und sowas zum Austauschen. Machen wir in der nächsten Folge, können wir noch ein bisschen ausbauen. Wir haben ja echt noch viel zu tun. Auf jeden. Und wir haben noch viel erledigt wieder. Und wie wird denn unser Baum aus? Wie findet ihr es? Habt ihr Bauvorschläge? Schreibt es in die Kommentare. Bis dahin. Tschüss, tschüss. So, hier gibt es aber noch ein Endscreen. Das tut mir leid. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ja, also ich muss sagen, im Vergleich zum Singleplayer, wie ich das bisher sonst immer gemacht habe, läuft das echt super schnell, wie schnell man hier so eine Hütte hochziehen kann und alles Mögliche. Das ist echt ein mega Unterschied zu Singleplay, muss ich einfach sagen. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bin ich momentan echt ganz happy, wie gut das hier geht. Cool. Und vor allen Dingen, wenn wir dann in die Höhlen gehen, es gibt noch ganz fiese Höhlen, da wirst du noch viel Spaß haben. Die werden dann hier auch. Mit Höhlen kenne ich mich aus. Mit alten Grotten. Mit Achselhöhlen. Bis dahin, tschüss. Ja, okay, der ist weg, jetzt können wir mal richtig reden. Okay, was wollte ich sagen? Nee, in der nächsten Folge bauen wir noch ein bisschen weiter, da haben wir die Brücke jetzt noch. Wir bauen uns in Richtung Eingeborenendorf, warum genau, werden wir erfahren. Wir holen uns, und wir können auch im Eingeborenendorf, gibt es ja auch den Höhleneingang. Vielleicht können wir da bald mal rein, aber wir sollten uns vorher auf jeden Fall noch Federn holen. Sollten wir eigentlich in der nächsten Folge auch machen unbedingt, damit wir endlich, genau, da sind wir nämlich endlich gerüstet. Und Lurche, sollten wir auch dringend holen. Oh ja, ich muss ja noch eine Rüstung bauen und Bögen, Federn, Pipapo, ihr wird geil. Genau. Die beste Folge aller Zeiten, schaltet auf jeden Fall ein, wenn nicht, dann...
Netter Versuch, funktioniert nie. So. Okay, nächste Folge. Rüstung, Bögen und Verkacken. Das ist das große Motto für die nächste Folge. Bis dahin. Ciao mit...